Die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Ja, und wir wissen, Luna Freya lebt. Und sie hat irgendwas bei sich, das nennt sich... Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Nocht wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Ja, kein Zurück. Du kannst nicht zurück nach Insomnia. Solange es belagert ist. Hey. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Ja, Sorgen um uns. Die Niffen hatten's auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Ja, er muss aus der Werkstatt rausgehen, damit das weggeht. Blub. Ich habe eine Nachricht von Kor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Volltanken? Ich muss nicht volltanken. Ich glaube, der ist schon relativ voll, ne? Reicht. Solange man nicht hier für Nebenquests extrem viel durch die Gegend fahren muss, geht das eigentlich. Naja, ich weiß, Nebenaufgaben werden angezeigt. Ich will auch keine Nebenaufgaben machen. Ich will nur die Hauptstory. Damit wir auch dabei bleiben, ne? Was passiert hier gerade? Da ist wieder Werbung für diese blöden... Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Leichter gesagt als getan, ne? Wir holen uns aber zurück. Die haben nur eine Armee, tonnenweise Kreaturen, die sie irgendwie einfach erschaffen können. Tonnenweise Luftschiffe. Ja, aber wir holen es einfach so wieder zurück. Aber Kor hat bestimmt einen Plan. deswegen sollen wir jetzt eben auch zu ihm gehen, ne? Wir jetzt einfach nur noch Informationen sammeln oder uns auf den Krieg vorbereiten. Überleg mal, wir sind normalerweise erst zu dem Zeitpunkt hier vielleicht Level 5. Oder maximal Level 10, wenn wir schon Nebenquests gemacht haben. Das ist ja ein Tropfen... Nee, doch, ein Tropfen auf dem heißen Stein, genau. So sagt man dazu.
Und es ist gleich wieder dunkel. Das heißt, wir müssen gleich wieder schlafen. Ob das die Siedlung ist, die Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um. Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika, wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach Altissia, um der Kanagi die letzte Ehre zu erweisen. Sie legen Blumen vor Luna Freyas Hochzeitskleid nieder, da ihr Leichnam bislang nicht gefunden wurde. Viele von ihnen hegen weiterhin die Hoffnung, dass die Kanagi noch immer am Leben sein könnte. Die Schlechten ins Köpfchen, die Guten ins Töpfchen. Verstummen. Was? wir wissen ja, die Kanagi lebt. Aber leider ist Prinz Regis schon tot. Kor scheint irgendwie nie eine Pause zu machen. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Kor den Rastlosen nennen. Wäre aber nicht so cool wie der Unsterbliche. Der Name erklärt auch, wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ah, der hat einfach nur Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Obacht. Fliegende Kreaturen, oh Gott, fliegende Kreaturen sind so nervig. Aber zum Glück wissen wir ja mittlerweile, wie man warpt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bekämpft habe und nicht wusste, wie man warpt. Das war so scheiße, die zu besiegen. Yo. Aber jetzt wissen wir es, ne? Den rechten Button. Überhaupt an einem Grab? Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis der Lucis zu tun. Wir werden es bald rausfinden. Richtig. Rechten Button auf Xbox 360-Controller gedrückt halten und währenddessen die Y-Taste gedrückt halten. Dann machst du einen Angriff eben auf die Gegner. Vorher habe ich einfach nur Y gedrückt. Aber dann machst du eben nur einen Warp. Naja, kein Warp-Angriff, sondern einfach nur einen Punktwarp, genau, eben das hier. Oh, so, wo bist du denn? Hallo, hier ist doch noch einer. Wie bist du denn? Hallo? Ist denn das fies? Sind wir in der Wand drin? Oh, scheint. Komm her! Komm her! Scheiß Fliegeviecher, ey. Das sind auch die Gegner, womit ich immer am stärksten Probleme hatte in diesem Spiel. Fliegende Gegner. Wir sind da. Das ist also das Königsgrab. Scheint, als wäre der General drin. General? Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis, Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk, dein Volk, zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste,
dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Ich sag dem bis nochmal. Die Königswaffen sind mystische Waffen, in denen geheime Kräfte der alten König der Luzis verborgen sind. Die können nur von Noctis eingesetzt werden, weil er Luzis ist, ne? Und der Einsatz zehrt an seiner Lebenskraft. Sie sind sehr mächtig, doch Noctis läuft schnell Gefahr, den kritischen Zustand zu wechseln. Es empfiehlt sich daher stets, ausreichend Medikamente zum Heilen der LP zur Hand zu haben, um die verlorenen LP auszugleichen. Mit den Königswaffen sind außerdem keine Kombos möglich. Habe ich ehrlicherweise aber nie wirklich gemerkt, dass die wirklich viel LPs verbrauchen. Noctis, du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Nicht allzu weit von hier liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Wie viele Königswaffen gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Und wir sollen jetzt wohin? Zur Kika-Trieg-Schanze. Oder ein Königsgrab gefunden. Ja, könnt ihr das sehen, die Ruggelparty hier? Wir sind ein zurecht hier, okay. Wo hast du das denn gelernt? Wären wir also? General, sie kämpfen immer noch so gut wie früher. Ha, schön wär's. Na, Gladius, hast du schon mal mit General Kor gekämpft? Ja, wahrscheinlich im Training, ne? Weil er ist ja so gesagt der Schild des alten Königs und Gladius ist ja der Schild des aktuellen Königs, ne? Also. Jetzt ist es ja Noctis. Wir sagen immer noch Prinz, obwohl er ja theoretisch schon König ist. Aber König wovon? Vor langer Zeit war dies der Schauplatz heftiger Gefechte mit dem Imperium. Später wurde dieser Ort verlassen und die imperiale Armee begann ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Deswegen sehen wir auch überall Lichter. Wie sollen wir denn da durchkommen? Konfrontieren wir sie direkt oder wir schleichen um sie herum. Warum will er denn jetzt nicht angreifen? Hallo, los, mach was! Genau! Keine Ahnung, warum der eben gerade nicht warten wollte. La 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 la! Alle Todwappen! Denn das gibt mir FB-Punkte, FB-Punkte, FB-Punkte. War einer übrig? Hallo? Ah, da hinten ist einer. Zu weit entfernt zu warpen. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Ein Magitech-Mech. Gefährlich? Dieses Modell stellt eine mittlere bis soll gleich zwei davon, oh mein Gott! Gut. Ist immer so stumpf, dass sie so hart explodieren. Und wenn du daneben stehst, dann fliegst du natürlich mit in die Luft. Hab ich am Anfang immer nicht verstanden. Beziehungsweise immer so langsam reagiert. Ja, das Königsgrab ist schon besser ich versteckt. Ich denke, ihr kommt fürs Erste allein klar. Nehmt diesen Schlüssel hier. Eröffnet die anderen Königsgräber. Verlasst euch aufeinander. Eure ganze Stärke bringt euch nichts, wenn ihr nicht zusammenhaltet. Und was machst du jetzt, Kor? Ich werde die Niffen weiter beobachten. Und unseren nächsten Zug planen. Macht euch keine Gedanken. Ich komme zurecht. Okay. Sei vorsichtig. Los geht's. Seht euch vor. Auch hey, toll. Seht mal. Eine Tür. Was für ein seltsamer Ort. Sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt. In diesem Loch? Vielleicht mussten sie vor... Was ist das für ein... Kabel? Es führt hier rüber. Es muss mit irgendetwas verbunden sein.
einen Generator. Sieht so aus. Ha, läuft. Oh, und es ward Licht. Wurde aber auch Zeit. Kohn ist Chor wieder weg. Lange hatte er echt nicht mitgeholfen. Das dachte ich beim ersten Mal spielen auch. Da war er zwar eine Hilfe gewesen, aber dann auch wieder Bob und der war weg. Da dachte ich auch so, wirklich? Ups, was war das? Fieses Geräusch. Irgendwas wartet auf uns hinter der nächsten Ecke. Ich hab's im Gefühl. Du hast bloß Schiss. Was war das? Da ist was langgehuscht. Was war das? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Wie er schissert, ey. Ob hier wohl Leute gestorben sind? Hier entlang. Was war das? Keine Ahnung. Was auch immer es sein mag, es spielt. Wartet mal. Wieso? Muss mich vorbereiten. Vorbereiten? Oh Mann, der Typ dreht so durch, ey. Prompto. Ja, was war das? Ah, Geräusch. Volle Kanne am Durchdrehen. Das kam von da drüben. Von hier, glaube ich. Noch? Willst du nicht? Nö, mir ist nicht danach. Treppe? Geht's hier noch weiter runter oder geht's hier wieder zum Anfang? Hä? Ich bin gerade selbst verwirrt. Ich bin irgendwo jetzt hier, wo ich das letzte Mal nicht war, aber er ist wieder da. Vorsicht! Also auf der Karte hier war ich hier noch nicht, wie scheint. Und irgendwie konnte ich mich jetzt... Wirklich? Ist alles? What the fuck? Okay, dann bin ich ja wirklich dran vorbeigelaufen, weil... Nanu, was ist? Das war gerade noch... Oh nein! Gegner, und das sind jetzt... Das waren. Diese Böden. Kreaturen namens Sicher. Die nur in der Dunkelheit auftauchen. Dafür ist es wohl dunkel genug hier drinne. Ach ja. Du Idiot, du wolltest, genau, ein weitergehen und dann durch dieses Loch da, wo das Kabel ist. Genau. Der Weg ist neu, oder? Sieht so aus. Richtig, der ist neu. Da kannst du wieder Geräusche hören und in Panik geraten. Prompto. Weil theoretisch müssen wir die Generatoren auch nicht anmachen. Wir wollen ja nur die Königswaffe haben. 13 Stück an der Zahl gibt es insgesamt. Ich bin der Meinung, ich hatte alle im letzten Spielstand. Kann aber auch sein, dass ich einen verpasst habe. Aber es gibt auch eine Königswaffe, die ist so gesagt... Steht einfach nur rum, ist unbewacht und kannst einfach so holen. Und die habe ich mir lustigerweise nicht geholt. Habt ihr es gesehen? Das Ding ist gerade einfach zugegangen. Oh. Wenigstens komme ich ja überall durch. Das ist noch kein Irrenhaus. Also, kein so hartes Irrenhaus. Aber Dungeons gibt es sowieso in dem Spiel nicht wirklich viele. Aber zum Glück unterscheiden die sich alle extrem. Wartet. Das gehört? Oh, das sieht gut aus. Auf eine schlechte Art. Seht euch besser vor. Richtig, hier sind überall Sicher. Weil ich zu faul bin, um den Generator zu starten. Generatoren, wo wir hingehen, brauchen wir keine Generatoren. Weil ich einfach sehr hoch im Level bin. Na, wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Schon Level 12. Oh nein! Los, du angreifen, du angreifen, traust dich. Sauber. Überstanden. Ja. Vorwärts, ja. Hatte ich sogar schon richtig Probleme am Anfang des Spiels. Weil der Level 12 war und ich war sogar nur Level 9 oder so. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Wir sind doch schon da. Keine Panik. Grab des Eroberers. Es gab irgendeine Königswaffe, die habe ich eine halbe Ewigkeit benutzt, weil die einfach richtig gut war. Aber wenn der Name fällt, dann kann ich sagen, welche das war. Ich glaube, die war es nicht. Das sieht nach einer großen, langsamen Waffe aus. Ja.
Ja, das sind alle Königswaffen, die wir schon gefunden haben. Ah, die ich schon gefunden habe beim letzten Mal. Nockt leiht sich also die Kräfte seiner Ahnen. So in der Art. Bei seinen Fortschritten ist er bald stärker, als sein Vater es je war. König auf Pump. Mehr Respekt. Und? Wie ist es so? Als hätte ich ein paar Tricks auf Lager. Ich verzichte dankend auf eine Show. Etwas Übung kann nicht schaden. Ja, man kann trainieren, wenn man im Refugium ist. Habe ich nie wirklich gemacht, weil... Ist auch eigentlich nur üben, ne? Üben kannst du auch gegen jeden Gegner und die geben dir wenigstens Erfahrungspunkte. Ah, was sind wir schon wieder zurück am Eingang? Jetzt müssen wir auch in die richtige Richtung latschen. So ist der Ausgang, da ist der Ausgang. Ja? Ein Glück. Ich dachte schon, dir wäre was zugestoßen. Ich habe Kräfte gesammelt. Sehr gut. Ich habe eine Bitte. Das Imperium errichtet an der Straße nach Vestaska eine Kontrollbasis. Wir müssen verhindern, dass sie sie fertigstellen. Wenn ihr sie nicht zerstört, wird euch der Weg zu weiteren Königswaffen versperrt bleiben. Geht zu Monika. Sie und die Jäger in der Siedlung haben weitere Informationen für euch. Und? Er will, dass wir eine imperiale Kontrollbasis zerstören. Als erstes müssen wir mit Monika sprechen. Damit wir weiterkommen. Jetzt, wo du es sagst, neulich fiel mir eine Art militärische Anlage auf. Kunststück. Die war ja nicht zu übersehen. Muss es gleich eine ganze verdammte Basis sein? Schaffen wir das denn? Wir müssen nur gut vorbereitet sein. Lasst uns erstmal Informationen sammeln. Ja, also, auf in die Siedlung. Ja, wenn wir nämlich hier mal auf die Karte gucken, sehen wir, die Welt ist groß, also relativ groß. Aber wir kommen hier noch nicht durch. Straßensperre. Da müssen wir uns den Weg durchkämpfen, damit wir eben weiterkommen, ne? Und ich glaube, wir können auch, genau, wir können schon zum Regalia springen und wir haben den Regalia da oben geparkt. Und dann können wir auch erstmal gleich schlafen, denn wir wohl wissen ja, ne, Ignis mag nachts nicht fahren. Ach, Licht! Da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer. Ja, bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten. Ach so, hier ist Monika. Da seid ihr ja. Der General hat mich bereits auf den neuesten Stand gebracht. Wir haben einen Weg in die imperiale Basis gefunden. Ich werde ihn auf eurer Karte markieren. Die Route ist relativ sicher und sollte euch Zugang ins Innere verschaffen. Relativ sicher. Machen wir Licht. Ihr wolltest mal relativ sicher schlafen. Wir sollten erst mal etwas essen. Ja, ich muss ja auch bald schlafen. Auch schon spät. Aber ich denke mir aus, also, wie viel Hauptstory schaffe ich in den ungefähr 4 Stunden, die ich habe? Ich glaube, weniger als gedacht. Ich komme wahrscheinlich nur bis zu Kapitel 4 vielleicht, wenn ich Glück habe. Und dann ist auch schon Schluss für heute. Aber was fressen wir denn hier? Königstädter Platte. EP Maximum 3000. Aber ich habe ja schon fast. Maximum. Sieht immer so gut aus. Ah, er bekommt immer Hunger. Aber ich habe ja schon gegessen, ne? Nichts wirklich ordentliches, nur Brot, aber auch was gegessen. Monika. Machen wir jetzt mal ein Bild von Monika. Schlimmste so Teil. Macht man das. Können wir schon mal was löschen? Durch übers Schlachtfeld warpst. Ja, theoretisch, ich weiß gar nicht, Ignis und Gladius können das, glaube ich, auch. Also ihre Kräfte benutzen. Prompto nicht, ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder einfach nur nicht macht. Gutes Timing, Prompto. Ja, das Vieh lebt ja nicht lange. Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis?
Delfino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdinkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden. Er will mich so ein bisschen dazu bringen, dass ich Nebenquests mache. So, ich bin bereit zum Aufbruch. Und ihr? Ich bin noch müde. Ich bin noch müde. Ja, das denke ich mir auch jeden Morgen. Aber dann so maximal eine Stunde auf Arbeit, Kaffee reingeschoben und dann wird man auch so ein bisschen wach. Das ist so sinnlos, dass ich jetzt Geld ausgebe, um eine Minute zu springen. Ich glaube, da dürfen wir auch nicht lange brauchen zum Laden. Mein Vater vertraute ihr, wie auch das denn, dem Gardisten, der Iris begleitet. Irgendwie tut es gut, ein vertrautes Gesicht aus Insomnia wiederzusehen. Was? Wie? Was? Ist hier jemand, den man kennt? Hallo? Oder reden die jetzt gerade von Monika? Ich glaube, die Giraffen, die wollen noch nicht kämpfen. Naja, ihr wollt nicht kämpfen, oder, Giraffen? Weil ihr seht, wie mächtig ich bin. Deswegen müsst ihr Angst haben. Aber apropos mächtig. Ich werde euch, wenn es soweit ist, auch zeigen, wie man extrem schnell in diesem Spiel leveln kann. Das Lustige ist, ich habe mehrere Tutorials gesehen, Videos und Beiträge, aber nichts das so, wie ich es mache. Und ich habe das mehr oder weniger aus Zufall herausgefunden, wie das ist. Scheiße, ich soll ja gar nicht hier hin. Idiot. Warum? Geil, das ist mir das letzte Mal auch passiert, als ich das Spiel gespielt habe. Dass ich erstmal da hingerannt bin, weil ich dachte, von wegen, da musst du hin. Nein. Ist ein krasser Typ. Zum Glück ist er auf unserer Seite. Du sollst doch da. weil da kommst du ja nicht durch. Nein, du musst einen anderen Weg finden. Wir teilen uns hier in zwei Gruppen. Hoheit, bitte geht alleine weiter. Der General wartet auf euch. Ich starte mit Gladiolus und den anderen ein Ablenkungsmanöver. Was? Ich starte alleine mit Chor weiter? Ja, kein Problem, keine Angst. Einen Rückzieher machen. Okay, bis dann. Mach uns stolz, Kumpel. Wir erledigen unseren Teil. Ja, er heißt ja eigentlich Gladiolus. Aber Noctis nennt ihn ja die ganze Zeit immer nur Gladius. Keine Ahnung warum. Gladius, Gladiolus. Einfach nur abgekürzt, aber auch nur minimal abgekürzt. Deswegen nenne ich ihn auch immer Gladius. Wir nutzen die Verwirrung und fallen dem Gegner in den Rücken. Wir kesseln ihn ein und machen kurzen Prozess. Kurzer Prozess, genau mein Ding. Ein bisschen hier warpen, ein bisschen da warpen und schon kriege ich FP-Punkte, ihr seid alle tot. Ich denke auch immer die ganze Zeit immer so ein Asset, was wir benutzen mit diesen Ruinen. Weil die Ruinen irgendwie alle gleich aussehen. Gib mir FP-Punkte, gib mir FP-Punkte. Das Einzige, wovon wir noch nicht unendlich viel haben. FP-Punkte. Wenn du hier bist, ist das alles ein Kinderspiel. Gewöhn dich nicht daran. Es kann gut sein. Da oben! Okay! Ja, das war alles ziemlich nervig, als ich noch nicht wusste, wie man sich warpt. ziemlich nervig. Was für eine MP-Ekstase. Ja, toll. Da, la, 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 la. Jetzt muss ich warten, bis mein MP sich aufbaut, sonst kann ich mich nicht da oben hochwarpen. Aber jetzt. Komm, dann töte ich die ausnahmsweise mal selbst, oder? Ja, muss ich. Ein bisschen MP-Ekstase. Da machst du theoretisch mehr Schaden oder. Kannst du, glaube ich, auch mal skillen, dass du mehr Schaden machst. Aber ich habe es nie gemacht, weil man ist so ultra selten. Man ist so ultra selten im MP-Ekstase. Also ich war selten im MP-Ekstase. Ich brauchte es auch nie Ether verwenden im Spiel hier. Also ich habe es wirklich darauf gelegt, dass ich die ganze Zeit so durchwarpe. Wärst du eine Gefahr für die ganze Gruppe? Das hätte ich sogar alleine geschafft. Noctis,
Pass auf, dass du nicht zu selbstgefällig wirst. Es gibt ja auch noch so einen sogenannten Wartemodus im Spiel. Das heißt, wenn du im Kampf bist und außerhalb dich irgendwo versteckst, dann regenerierst du schneller MP und LP. Aber das habe ich auch nie genutzt. Das brauche ich nicht wirklich. Du wirst ja sowieso erschlagen von den Heiltränken. Auch wenn du jetzt hier mal gerade Level 10 oder 15 bist. Ich habe auf normal gespielt, nicht auf leicht. Nacht! Und der General. Seid ihr unverletzt? Ja, bei euch auch alles okay? Na klar, was denkst du denn? Wir sind schließlich Profis. Euer Ablenkungsmanöver war ein voller Erfolg. Verstärkung. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Der alte Kur. Dachte, du liegst unter den Trümmern der Zitadelle. Bist du es denn nicht leid, der Unsterbliche zu sein? Diese Legende wird heute enden! Mit MIs. Oh, MIs, ihr seid alle tot. Aber ich kann leider nicht alle tot warpen. Ich habe einfach nicht so viele LPs, MPs. Obwohl ich so ein hohes Level habe. Scharfschütze tot, Scharfschütze tot. Ich wollte sagen, du auch tot. Ein bisschen raufhämmern. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich hier drin habe, aber ich glaube hauptsächlich schnelle Waffen. Was wollen die noch alle von einem bestimmten Gegner machen? Die ist ja schon kaputt, der ist uns jetzt drüber niedergeworfen. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Kriegserklärung. Wir müssen uns ja wehren. Ihr habt ja alles auf uns zerstört. Der Weg ist frei. Wir können endlich weiter. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Ja. Kapitel beendet. Viel zu sehen gibt's ja nicht.